Auch in diesem Jahr verleiht das Unternehmensforum gemeinsam mit der Emstettener Volkszeitung wieder den Unternehmenspreis für Unternehmen kleiner und auch größer, 25 Mitarbeitende. Genau deswegen sind wir heute hier bei Fenster Herbert, denn Fenster Herbert ist der amtierende Preisträger aus 22 für den Emstettener Unternehmenspreis. Und genau in dieser Halle hier, die dann allerdings etwas anders aussehen wird, wird am 19. September 2024 im feierlichen Rahmen der nächste Emstettener Unternehmenspreis verliehen. Und es gibt gute Gründe, sich zu bewerben. Geschäftsführer Franz Herbert hatte auch einige parat. Es ist zum einen ein Aushängeschild, beispielsweise bei Stellenausschreibungen. Zum anderen trägt es zur Identifikation zum Unternehmen bei, weil es macht sowohl Geschäftsführung als auch Mitarbeitende stolz. Sie hören also, bewerben lohnt sich. Das geht ganz einfach online auf der Website emstetten.de/Unternehmenspreis oder auf ev-online.de einfach den Button Unternehmenspreis klicken. Man kann sich selber bewerben als Unternehmen, aber man kann auch Emstettener Unternehmen nominieren, zum Beispiel einen Kunden, einen Lieferanten, wenn man Unternehmer ist, oder aber zum Beispiel den Arbeitgeber. Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich bin schon sehr gespannt, welche Unternehmen sich bewerben und welche tollen und spannenden Unternehmensgeschichten wir im Rahmen unserer Jury-Sitzung erfahren werden. Das kann ich nur unterstreichen und für uns beide gemeinsam können wir nur aufrufen, bewerben Sie sich, machen Sie mit, Erfolg ist schließlich keine Schande.